Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir wieder Leuten geholfen, Nebenquests erfüllt. Auch heute haben wir noch weiter vor, Nebenquests zu erfüllen. Ich habe ja schon gesagt, wir werden jetzt eine ganze Weile lang uns nur noch auf Nebenquests konzentrieren momentan. Und für die nächste stehe ich extra schon hier unten beim Adjutanten Kiris vorbei. Ich wollte jetzt als nächstes die Quest Wahlfreiheit angehen. Und deswegen rede ich jetzt einfach direkt mit ihm. Ja, bei politischen Gruppen ist das immer doof. Was ist kaputt? Verdächtig. Gute Frage. Natürlich. Wo war das nochmal? In Cadencia. Okay, jetzt sind wir bei Veni. So, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir hier vor Ort direkt beide Nebenquests. Also einmal die, die wir gerade haben, und die mit dem Nebel. Können wir uns die Info ja auch eben kurz abholen. Natürlich interessieren wir uns dafür. Das Bermuda-Dreieck dieses Spiels wahrscheinlich. Mysteriös. Bevor noch jemand von den Verluchen im Verluchen geht. Ich weiß, schlechtes Wortspiel. Natürlich helfen wir. Aber wir müssen vorher da unten noch mit jemandem reden. Quite a rare sight.
Wir haben die Einheit gefunden. Na gut, sie haben nichts Böswilliges vor, ne? Die haben dasselbe vor wie ein bestimmtes Duo, das wir kennen. Ach, warum greifen sie mal gleich zu den Waffen? Geht es nicht auch mal friedlich? Guter Spruch. Und nicht die Krabben aus Versehen aggro machen, ne? Krabben aggro machen, darin sind wir wahre Meister. Guck mal, kaum habe ich es angesprochen, ne? Ach, das sind sogar Radikale. Die Radikalen waren noch die richtig fiesen. Easy. Habe ich die gerade umgebracht? Oder wollten die einfach nur nicht reden? Wir hätten das auch friedlich klären können. Ja, die sind die Radikalen, ne? Die wollen es ja ein bisschen aggressiver angehen. Ja, die haben wir gehört, die Geschichte. Die hat uns ja Mio erzählt. Ich glaube, dass die Möbis schon in diesem Jahrhundert ausgerottet werden. Zumindest aufgehalten. Weil sie sich wahrscheinlich Sorgen um euch macht. Oder das? Stimmt ja, Garrett war ja einer von diesen hohen Tieren. Glaub nicht.
Das war relativ einfach, wenn man bedenkt, dass es die Radikalen sind. So, Nebenquest abgeschlossen. Das war easy. Dann können wir, ne, wenn wir eh schon im Gebiet hier sind, direkt diesen Nebel angehen. I see some relations have changed. Oh, ich sehe den Nebel schon. Ja, ich weiß, der ein oder andere will wieder meckern, weil der Avatar immer und wieder mal aus dem Bild verschwindet. Leute, weil sie quetzen, packe ich mich aus dem Bild. Bevor wieder die Korinthenkacker kommen. Ihr wisst das ganz genau, Leute. Und das hier sehe ich als Sequenz an. Ach, jetzt darf ich erstmal ein paar Meter fahren. Na gut. Mit dem Boot sind 1500 Meter tatsächlich relativ kurz. Seht ihr? Keine 10 Sekunden und wir haben schon fast die 1500 Meter. Das Boot ist halt im Vergleich zu Fußlaufen extrem schnell. Kein Vergleich. Da war ein Monster. Wo war denn das Archipel? Ach, da hinten. Ich bin schon gespannt, welches Monster dafür verantwortlich ist. Das sah aus wie eine Qualle. Wenn das so eine winzige Qualle ist, ne, dann sind die Leute, die verschwunden sind, für mich Luschen. Jetzt halt nicht, die sind an dem Winzvieh gestorben. Alle. Das wäre lächerlich. Na gut, sie kommen als Gruppe. Da kriegen sie wenigstens ein paar Punkte mehr. Also solange die Viecher immer noch keine Königin oder irgendwas in der Art haben, ne? Auf die Mütze Buffet, den Spruch merke ich mir. Nebelqualle. Die sind jetzt nicht wirklich alle an diesen Quallen gestorben, ne? Die Soldaten, die hier verschwunden sind, waren Luschen. Oh.
Und RIP. Ja, aber dennoch, das waren Lappen, die Viecher. Die hätten damit klarkommen müssen. Die Vermissten kann man aber für tot erklären, ne? So traurig es auch klingt, die Vermissten wird keiner mehr finden. Na gut, ich werde keinen Schneereisepunkt hier oben. Aber hey, den Container können wir trotzdem mitnehmen. Supply drop. Ja, aber das waren trotzdem Lappen. Entschuldigung, aber die Viecher waren schwach wie sonst was. Die hätten damit klarkommen müssen. Ich gehe mal die Nebenquesten hier durch. So, ich bin meine aktuellen Nebenquesten gerade nochmal durchgegangen, Leute. Ich bin auch nochmal hier in der City rumgelatscht, keiner wollte mit mir reden. Ich gucke gerade mal bei Kolonie 11, also hier beim Schloss, die Kolonie, ob hier vielleicht irgendwer was will. Die Kolonie ist ja zum Glück recht klein. Also ist schnell untersucht. Ich denke mal nicht, dass sich hier noch eine andere Kolonie in der Gegend versteckt. Ja, guck mal, hier ist tatsächlich was. Das klingt aber jetzt nicht so, als wäre das hier eine Quest. We could do with some food. Nee, ist keine Quest. Aber wir haben noch eine Heldenmission auf dem Schirm. Hatte ich gar nicht. Auf dem Schirm selber. Na gut, ich gehe erst die Ernährungsfragen durch und dann die Ausbildung. Ja, die jagen ja auch durchgehend. Ja, ausgewogen, ne? Meinung wahrscheinlich ändern, ne? Na gut, brauche ich irgendwen besonders dabei? I think we need to discuss this.
Würde ich nicht sagen. Ja, weil nicht so viel Druck auf einem liegt. Okay, Nebenhandlung für Lance. So you wish to utilize this thing of which I meant to dispose. Such daring lunacy. That is what I would dub it. It would be a dreadful waste to throw it away. There's always a use. Always. People, lives, the lot. Why? I stand corrected. Then. What manner of use is it that you have envisioned? The lost numbers. The city ruffians. You do know, no life can be harvested therefrom. Yes, I am aware. That's why I'll have my toy soldiers play a little game. The lives of the fallen will be amassed in this special flame clock. As a reward for the final lass or lad left standing. Oh. The cream of the crop of youths competing for glory. Oh. Is that not simply sublime? Das klingt einfach nur schrecklich. Na gut, zu der City wollte ich jetzt noch nicht gehen. Was hast du eigentlich Neues zu erzählen? Ich habe mit dem Falschen geredet. Ich wollte mit der reden. Stimmt ja, ich vergaß, die Leute in dieser Kolonie sind alle bekloppt. Also die Nebenhandlung, die gehe ich, wenn überhaupt, nächstes Mal an. Ich überlege gerade. Also hier gibt es ja keine Kolonie mehr sonst in der Gegend, ne? Oder könnte es noch einen in der Gegend geben? Das wäre eigentlich, wenn ich hier runter wandere. Ja, auch so, was man nachschauen müsste, aber dann müsste ich den ganzen Weg einmal ablaufen. Na gut, ich denke mir trotzdem, warum nicht? Ich will mal gucken, was da an dem Ende ist. Ach, wo ich hier gerade auf dem Weg bin, ich vergaß, hier war ja auch noch mal ein Boss auf dem Weg. Den hatten wir damals nicht bekämpft, weil wir Angst hatten, runterzufallen. Und jetzt sind wir bei weitem über dem Vieh, also sollten wir es eigentlich versuchen. Weiß, vielleicht sehen wir jetzt auch mal Gondos Fähigkeiten in der Angriffskette. Hier hau ich auch die Mütze. Fällt! Das kriegt auf jeden Fall gut aufs Maul.
Das Vieh ist schon fast tot. Haltet einmal kurz hier hinten versammeln, bitte. Das Zeug soll ja nicht in die Fluten fallen. Also in die Klippe. Ja, so viel dazu. Ja, den Boss haben wir auch fertig gemacht. So, Leute, ich bin jetzt an der Stelle, die ich gerade eben angesprochen habe. Jetzt gehe ich mal hier hin. Also ich rutsche das Ding hier jetzt mal runter. Weil ich es schaffe, mal da drauf zu kommen. Weil da war ich noch nicht. Da unten war ich meine auch noch nicht. Schwebendes Riff 4. Also sonst würde jetzt sowieso nichts von sich aus angreifen. Wir können ja einfach erkunden. Ich meine, wir sind über 30 Level über denen drüber. Ja, vielleicht ist hier auch nochmal ein krasser Boss zumindest. Geht hier auf jeden Fall weit hoch. Das da sieht nach einem Bosskampf aus. Ja, das ist ein Level 40er. Mit dem sollten wir eigentlich klarkommen können. Seng der Karlai. So, jetzt wird draufgehauen. Also für der Fiese wir so oder so zu stark. Wir werden wieder nicht sagen, das könnte kommen. Das schon mal einsammeln. Okay, viel mehr scheint es hier auf dem Cliff, glaube ich, nicht zu geben. Entschuldigung, auf dem Riff. Hey, zwei Bosse auf jeden Fall noch fertig gemacht. Also hier ganz am Ende der Insel ist noch ein Container und eine Äthersphäre. Die Äthersphäre können wir auch schnell mitnehmen. Ich meine, die Viecher werden nicht lange überlegen. Und her damit. Da vorne sah noch so aus, als ob da noch so ein weiteres Springen auf mich drauf Ding ist, um zu gleiten. Da vorne. I think you operate it like so. Hier ist nochmal so eine Seilbahn. Guck mal, und das führt dann auch dahin. Okay, Leute, soweit ich das gesehen habe, ist jetzt hier keine Möglichkeit bedingt, da unten hinzukommen. Zumindest sehe ich keine. Also ich habe jetzt wirklich keine Stelle gesehen, von der aus man sich jetzt dorthin angeln könnte.
Und ich habe die Karte hier schon komplett im Blick. Naja, ist ja auch nicht weiter wichtig, ne? Ja gut. Für heute soll es das gewesen sein. Beim nächsten Mal geht es nochmal zur City zurück. Dann geben wir uns die Nebenhandlung von Lance. Das wird bestimmt sehr interessant. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.